Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Season 9 ist ja jetzt da und ich denke mal, viele von euch brauchen V-Bucks. Auch ich brauche V-Bucks. Deshalb möchte ich euch eine mega coole App vorstellen namens Lootboy. In dieser App könnt ihr verschiedene Lootpacks öffnen. Wir werden auch gleich noch ein paar Premium Lootpacks zusammen öffnen. Also erstmal Lootboy kann man auf Android, iOS und auf dem PC nutzen. Also ich bin jetzt hier in der App und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, wie ihr die Lootcoins bekommt. Und zwar einfach hier rechts oben draufklicken und dann könnt ihr euch entsprechend Lootcoins holen. Mit diesen Lootcoins könnt ihr euch dann zum Beispiel dieses Lootpack hier holen. Und dann bekommt ihr verschiedene Sachen. Ich zeige euch einfach mal mein Inventar, was ich schon so bekommen habe. Also hier zum Beispiel von Mifcom einen 50% Rabattgutschein. Oder auch hier von King Controller einen 10% Rabattgutschein. Ah, und ich habe noch einen Code für euch. Und zwar der lautet Season Start 9. Mit dem bekommt ihr 20 Diamanten. Das entspricht 20 Cent und 2000 Lootcoins. Also einfach unter Einstellungen nach dem Anmelden auf Code einlösen drücken. Dann den Code Season Start 9 eingeben. Achso, noch ganz wichtig an alle, die iOS haben, müssen den Code am PC eingeben. Ich habe noch ein Battle Royale Pack mit AsiTV zusammen. Ich werde jetzt einfach mal ein paar PS4 Battle Royale Packs öffnen. Alle, die auch dieses Pack öffnen, die können ein exklusives Wallpaper bekommen. Und drei Leute haben die Chance darauf, mal mit mir zusammen Fortnite zu zocken. So, dann öffne ich mal das erste Pack. Und okay, Premium-Karte. Und okay, komm, ins Inventar. So, das zweite Pack. Und okay, Premium-Karte. Okay, und was wird sein? Rollercoaster. Okay, nice. Ab ins Inventar damit. So, komm, nächstes Pack. Öffnen. Okay, Premium-Karte. Was? Scorpion-Outfit, 1000 V-Bucks? Warte, was? Scorpion-Skin, 1000 V-Bucks. Alter, wie geil. So, komm, direkt nächstes Pack. Okay. Premium-Karte. Okay, komm, ins Inventar. Also ja, ihr seht schon, richtig geile App auf jeden Fall. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, also einfach erst den Link anklicken. Vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal an Lootboy und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Achso, noch ganz kurz, bevor das Video beginnt. Ich habe gerade gemerkt, dass beim Gameplay meine Mikrofon-Audio ein bisschen zu leise war. Ich hoffe, euch hört das nicht. Naja. So, natürlich direkt Neo Tilted. Ich hoffe mal, es gehen... Oh ja, es gehen viele mit. Okay. Also ich habe keine Ahnung, wo ich landen soll. Ich kenne mich hier noch null aus. Ist nicht taktisch oder? Komm, ich nehme mal lieber die taktische. Ja, komm rein, komm rein. Hi. Aha. Ah, hier drin sind auch welche. Alter, ich höre so viele Schritte, aber ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Was hier so groß ist. Alter, endlich. So, jetzt habe ich auch eine AR. Wo hat der geschossen? Nice. Digga, was macht der? So, da vorne irgendwo sind noch mehr.
Gib mir dein Trommelgewehr. Ja, ich spiele auf jeden Fall lieber taktisch als sie. Hier vorne hat noch irgendwo jemand geschossen. Aha. Die Banane. Junge, du bist so One-Shot. Irgendwo noch einer. Ich glaube, es waren alle in Tilted, deshalb gehe ich mal weiter hier nach Loot Lake. Oh ja. Alter, was knapp. Als ob der noch nicht tot ist. Endlich. Ich will auf jeden Fall 20 schaffen. Ist auf jeden Fall möglich. Ah, hier ist glaube ich einer, oder? Aha. Ich hab gar nichts gecheckt. Nein, der andere will ihn holen. Meiner. So ist noch einer gelandet. So. Blaue taktische beste Waffe im Spiel. Ah, die AK kann ich noch mitnehmen. Hatte Teamin da vorne welche? Achso, nee. Das sah nur so aus, als würden die Teamen, weil die so schlecht sind. Ja, das ist auch komplett low. Nein! Ich hätte ihn abgeschaut. So ein Fake-No-Skin. Mann, Alter. Jetzt schaffe ich wahrscheinlich gar keine 20 Kills mehr. Dieses scheiß Quad, Alter.
Easy. Was macht der? So, nice, endlich Hängegleiter. Und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr jetzt lieber spielt. Die neue Shotgun oder die taktische. Also ich spiele auf jeden Fall lieber die taktische. Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr lieber spielt. Da kennt auf jeden Fall einer drin. Komm schon noch mal raus. Und 20. Kennt aber auch einer ganz oben. Kann doch nicht sein, dass sie so ernst machen hier. Ja, der vielleicht jetzt nicht, aber. Komm, eigentlich brauche ich seine Mets. Der hat aber auch nicht viel. Ich den Raketenwerfer mal gebrauchen.
Oh, da ist ja auch noch einer. Chiara. Das kann nicht sein. Nein, der eine ist gestorben am Sturm. Aber ich dachte irgendwie am Anfang von Arena würden die gar nicht so Try haben. Am Ende waren auf jeden Fall schon ein paar Tryouts dabei. Also 23 Kills erste Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code Arena werde ich vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.